Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute ist eine ganz besondere Aufnahme, denn wenn man so auf die Folgenanzahl guckt, ist das hier wohl die letzte Aufnahme vor der 1000, ne? Da gehe ich mal stark von aus. Das bedeutet, wir werden diese Aufnahme dafür aufwenden, uns ein bisschen zu verabschieden, in gewisser Weise. Also natürlich nicht vollumgänglich, aber auf jeden Fall habe ich mir überlegt, wir sind doch hier im Portalraum und haben tausende von diesen Portalen aufgebaut. Und ich dachte mir, wir werden jetzt alle verschiedenen Portale, also zum Beispiel das können wir uns sparen, ne, Nordpol, aber wir werden sämtliche Portale in sämtliche Portale gehen und dann gucken, wir haben uns doch immer so Markierungen gemacht von Weltwundern, ne? Hier sowas zum Beispiel. Grasland Base. Ja, theoretisch das Graslandportal kann ich ja noch wieder hinbauen kurz. Aber ich dachte mir, dann können wir uns diese verschiedenen Punkte hier, ne, die Weißbaumlichtung, Steinkreis, oh, da hätte ich eigentlich direkt Bock mit anzufangen. Und ich weiß, wir haben Grasland jetzt weggemacht und hierhin gemacht. Ich würde deswegen, ach ja, der Loot, der hier seit Ewigkeiten ist, von Ilaf noch, stimmt. und keine Sorge, den Bauschutt, der übrig war von der letzten Folge, habe ich natürlich ins Meer geworfen, damit sich hier unsere Sachen nicht vermischen, ne? Weil das war ja alles gecheatet. Und das hier allerdings nicht. Was haben wir hier? Harz. Das war noch das von der Wanderung, ne? Da, man sieht auch den Sattel. Das ist doch der Sattel von, als Ilaf eine Runde reiten war. Und dann haben wir hier Knochen. So. Dann hier nochmal durch. Schon wieder Wurzeln. Hier. Oder war das jetzt was anderes? Keine Ahnung. Und Blaubeere, Chitinpanzer. Habe ich irgendwas, was hier vorne direkt weg kann? Ja, eine Kohle. Die schmeiße ich mal hier runter. So. Und dann haben wir hier auf jeden Fall Monsterorgane. Hierhin. Dann, ach ja, genau, das hatte Ilaf hier hingeworfen. Das weiß ich auch noch. Das packe ich aber mal. Obwohl, nee, das schmeiße ich hier hinten mit hin. So, zack. Runder. Und dann hier nochmal durch. Sehr gut. Und Gold, Leder und sonstigen Shit. Hier haben wir Chitin. Sehr gut. Hier, Leder, direkt daneben. Dann Goldbeeren. Hier, Gift haben wir auch. Monsterorgane nicht, aber Monsterfleisch zweimal. Dann hier den Sattel, den packen wir hier wieder rein. So, Beeren. Stimmt, das war ja noch vom Wandern. Aber gar nicht so viel gesammelt. Aber ich habe Ilaf ja auch gesagt, wir brauchen es eigentlich gar nicht. Und Harz hier rein. So, perfekt. Und dann würde ich nach unten gehen. Und ich glaube, wir hatten Eisen angeschmissen. Können wir theoretisch auch nochmal machen. Aber eigentlich auch ist es halt ja völlig Wayne. Wie viel Eisen haben wir denn da drin? Na gut, nee. Vergiss, was ich gesagt habe. Aber wir haben hier eine Co. Und ein R. Das kommt hier rein. Sehr gut. Ja, und dann haben wir ja, glaube ich, erstmal wieder alles so sortiert, wie es sich gehört. Und da würde ich sagen, wir nehmen uns hier mal Edelholz. 20 Stück. So, 10 Augen, so, und 2 Sotlingskerne, ebenfalls so, und dann mache ich hier mal ein Portal hin. Oh, ja, das haben wir doch gar nicht gebaut, ne? Aber, ja, ich wüsste auch nicht wo, ist viel zu groß. Aber gut, wir bauen das Ding hier, ich baue das einfach mal hier hin, so, und dann gebe ich ein Grasland. Müsste connecten, ne? Ja, gut. Hab mich schon gewundert. So, dann ballere ich mir sämtlichen Food rein. Nicht, dass wir ihn bräuchten, wo wir hingehen. Flauschi, na? Ignorierst du mich wieder? Hm. Na gut, dann, der ist wahrscheinlich gerade beschäftigt. Ein bisschen im Tunnelblick. So, ich würde sagen, wir gehen mal hindurch und gucken nach Weltwundern, oder? So, Zack. Ach ja, das war ja gar nicht die hier. Haben wir hier Weltwunder? Hier haben wir eine Felsenquelle. Da haben wir die 3 Treppen Frosthöhle. Ich erinnere mich.
Riesenheringe. Ist aber alles sehr unspannend, ne? Oh, hier ging es richtig weit in den Norden. Nebeldorf, ich erinnere mich. Da würde ich allerdings jetzt nicht unbedingt hingehen. Oberirdisches Eisen, da habe ich mich gewundert und ihr habt geschrieben, das ist eigentlich ganz normal. Hier war ein Kai mitten im Ozean. Aber so spannend ist das hier nicht. Felsenquelle war, glaube ich, so semi-spannend. Aber das ist gar nicht der Grasland-Spot, wo ich hin wollte. Aber wir waren immerhin da, ne? Haben wir auch Grasland abgeklappert. Das war mir nämlich auch nochmal ein Anliegen. Und ich würde dann halt immer, wenn auch dort zum Beispiel interessant ist, aber ich wollte zum Beispiel zur Weißbaumlichtung nochmal gehen. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob das Portal hier unten überhaupt angeschlossen war. Ich erinnere mich daran, dass wir das weggerissen hatten, weil wir sowieso den Wanderweg hier haben, ne? Also müsste ich da, glaube ich, manuell hingehen. Und ich glaube, das mache ich auch. Ich schmeiß mal kurz die Sachen. Ja, damit hier nicht unten wieder Krempel liegt, sortiere ich es mal direkt ein. So. Augen. Und da noch zwei Suttlingskerne. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach zu Fuß hin. Ich glaube, das geht ja eigentlich auch recht fix. Ne? Und dann können wir auch nochmal so beim Golem-Gipfel vorbei. Wobei wir da ja eigentlich erst vor kurzem waren. Ja, Jaskins wollen natürlich abhauen. Nix ist. Bleib schön hier drin. Kann ich hier reinrutschen lassen? Nee, ne? Doch. Los, verzieh dich! Nein! Ja, gut, komm. Was mache ich hier? Ich mache mal eine Tür an. Und Ausdauertrank spare ich mir gerade mal. So. Und dann nach oben. Einmal nochmal zum Golem-Gipfel gehen. Ich erinnere mich daran, als wir hier die Wölfe gesucht hatten. Das war ja hier bei diesem Gebirge. Da bin ich ja immer um dieses Ding hier rumgegangen. So. Immer im Kreis. Und hier war der Golem-Gipfel. Immer wenn ich zu weit nach da gegangen bin, ist da oben einer gespawnt. Und jetzt spawnt dort keiner mehr. Sag mal! Er ist ausgebüxt. Dreist. Hast du einen Hirsch gerissen? Ich denke, du bist ein Pflanzenfresser. Sag mal. Oh Mann. Arme Hirsch. Doch gar nichts getan. Gut, wie auch immer. Ich gehe mal kurz hier oben auf den Golem-Gipfel. Aber hier ist immer noch kein Golem, ne? Da ist er. Stimmt, hier sind wir immer lang gegangen. Hier ist auch irgendwo die Stelle, wo ich gebuddelt hatte, ne? Da. Und da hatten wir unser Portal drin. Oh, da laufe ich auch noch mal kurz hin. Stimmt. Hier hatte ich immer mein Portal drin. Hier in der Ecke. Und da hatte ich eine kleine Kiste mit Fleisch, falls wir ihn endlich finden. Und dann hatten wir hier ein Loch gebuddelt. Hier. Mit einer Treppe hier so dran. Und das war allerdings bis hier dicht. Und das hier haben wir dann erst gebuddelt, als er frei war, ne? Da haben wir dann, ne, also um ihn zu befreien, haben wir dann das hier auch noch weggebuddelt. Das waren noch Zeiten, ey. Vor allem wie viele Folgen und Aufnahmen das gedauert hat, bis wir endlich die Wölfe bekommen haben. Das war schon richtig krass. Stimmt, und hier beim Golem-Gipfel habe ich dann irgendwann dieses Häuschen gebaut. Da haben wir unser Frost geskillt, ne? Weil ja nämlich der Eis-Golem gegen Frost immun ist. Weil er ja nun mal selber aus Eis besteht. Und wir trotzdem Frost skillen, ne? Also Elementarmagie skillen. Haben wir uns hier oben hingestellt, ne? Da unten eingeklemmt und dann einfach so nach unten geballert. Ja, das weiß ich auch noch. Das ist allerdings wiederum gar nicht so lange her, ne? Das mit dem Golem, dass wir den da eingeklemmt hatten. Ich glaube, das war, keine Ahnung, in den 800er Folgen irgendwie. So in dem Dreh. So, ich slide hier mal rüber. Ja, eine schiefe Birke. Damals war das vielleicht was Besonderes, heute ist es völlig normal. Keine Ahnung, ich kann da trotzdem mal hingehen, weil es liegt sowieso auf dem Weg zur Weißbaumlichtung. Ah, hier haben wir auch den Pfad. Stimmt, können wir hier nochmal lang gehen. Ja, Regen fängt an, das ist natürlich super. Ja, und diese ganzen Sachen, ne, die sind jetzt gespawnt und überhaupt nicht gelootet worden, aber ich bin ganz ehrlich, brauchen wir ja auch nicht, ne? Weil als ich hier mit Ila flank gegangen bin, dann ist sie ja dann auch ein bisschen schneller durchgelaufen. Und ich habe ihr auch gesagt, sie kann das eigentlich alles liegen lassen. Warte mal. Ich muss so laufen. Ich halte mich schon wieder an den Weg, dabei sollte ich das nicht. Stimmt, und hier wiederum
war die Fläche, wo wir die Wildschweine gesucht haben. Da habe ich von Anfang an vorgespult. Das weiß ich noch. Und vor allem war es ein Krampf, ihn hier, dann hier durch, dass man nicht durch den Sumpf geht und auch nicht zum Gebirge, sondern genau hier durch, dass hier nicht ein Wolf kommt oder ein Untoter. Und dann hier bis zur Base. Ey, das war so ein Krampf. Das weiß ich noch ganz genau. Ich dachte gerade, hier ist direkt einer mit zwei Sternen. Ich dachte schon, willst du mich flachsen? Das wäre jetzt ein Zufall gewesen, aber gut. Hier hinten hatten wir da, ne, war unsere alte Portalstelle. Die kann ich mal abreißen, weil das ist sie ja nicht mehr. Und hier ist das Draugedorf. Stimmt! Hier hatten wir doch auch, als wir ein Schwein hatten. Ja, wir haben es endlich getaped. Und dann bin ich hier lang gegangen und habe die ganze Zeit nach hinten geguckt, dass das Schwein uns verfolgt. Und habe dann nach vorne geguckt und gemerkt, wir sind mitten im Dorf. Und ich so, nein, scheiße! Bin beiseite gejumpt und wollte, dass das Schwein noch abhaut. Und der Drauge hat auch nicht auf uns gezielt, sondern direkt auf das Schwein. Ein Schuss, tot und nochmal von vorn. Das weiß ich auch noch sehr gut. Oh Mann, ey. Gut, aber warum habe ich hier eine schiefe Birke eingetragen? Das ist voll unspektakulär. Weg damit. So, hier haben wir eine verschüttete Gruft und da ist die Weißbaumlichtung. Da wollte ich eigentlich hin. Können wir mal gucken. Und was ist da unten? Ah, die Flusseiche, die hübsche. Da gehe ich zuerst hin. Weil wir auch gerade noch im Grasland sind. Stimmt, das war so eine Aue, ne? Mit so einer Eiche, die da so drin war. Die so hübsch war, dass ich gesagt habe, die lasse ich stehen. Und die nehmen wir nicht, um Eicheln zu farmen. Stimmt. Auch da, ne? Bin ich hier durch dieses Grasland gelaufen und habe überall nach Eichen gesucht. Hier ist eine. Weil ich habe sehr, sehr viele nicht gefunden. Das weiß ich definitiv. Da! Oh ja, hier ist schön. Ja, okay, Wetter ist gerade nicht so schön. Ich könnte es wegcheaten, aber ich lasse es jetzt mal. Ne? Hier so mit diesem, mit dem Bach, der hier so lang fließt. Voll cute, fand ich das. Und da ist sogar das Meer. Da. Ne? Auch ein schöner Spot tatsächlich. Habe ich überlegt, auch hier die Graslandbase zu machen. Aber dann haben wir uns ja doch umentschieden, ne? Hier haben wir einen Steinkreis. Keine Ahnung, ob der spannend genug ist. Wenn ich ihn eingetragen habe, dann können wir mal kurz hingehen. Aber diese Steinkreise haben wir ja eigentlich auch zu Genüge gesehen. Stimmt, ich glaube sogar, als ich den Steinkreis gefunden hatte, das war die Folge, die ich Stonehenge genannt hatte. Nee. Die Stonehenge-Folge war in den Ebenen. Vergesst, was ich gesagt habe. Da gibt es ja auch Steinkreise, aber die sehen ein bisschen anders aus. Warum habe ich das eingetragen? Ich glaube, weil es damals so neu war, dass die Musik sich auch ändert, ne? Wenn ich hier in die Mitte gehe, dann kommt, glaube ich, eine andere Mucke. Nicht? Nee. Fand ich wohl einfach beeindruckend. Ja, sieht auch schon beeindruckend aus. Sind das exakt die gleichen Steine? Ja, ne? Diese Kerbe. Diese Kerbe. Diese Kerbe. Sehr gut. Naja, was soll's. Sag mal. Gräuling, Alter, weißt du? So, Steinkreis haben wir gesehen. Dann gehe ich mal. Hier angeplatzt. Küstensteinkreis. Ja, das ist auch recht unspektakulär. Aber die Weißbaumlichtung will ich auf jeden Fall nochmal sehen. Let's go. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Spot entstanden ist mit diesen weißen Bäumen. Ich glaube, weil die sozusagen die Bäume genau auf einer Höhe sind, wo sie sozusagen beginnen, Schnee zu kriegen. Also, es ist nicht so zugestaltet wie das, sondern eher wie das hier, so leicht nur. Und weil es Birken sind, sieht das deswegen so abgefahren aus, glaube ich. Dass auch die Blätter so heller sind. Aber gleichzeitig auch der Stein. Oh ja, der Regen hört auf. Hervorragend. Stimmt, kann auch sein, dass es dann wenig Nacht wird, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, doch, da ist die Sonne. Ich glaube, die geht allmählich unter. Gut, aber wir sind ja sowieso im Grasland, ne? Ich habe auch überlegt, wenn ich gleich zurückgehe. Ich habe ja jetzt kein Portal mitgenommen. Können wir auch einfach, kann ich das auch einfach vorspulen, ne? So, hier nach unten. Und da sieht man auch auf der
Map, ne, dass hier Gebirge ist. Genau das ist, was ich meine. Dass deswegen dort diese Bäume... Da sind sie. So komisch aussehen. Vor allem, wenn es regnet, sieht es so aus, als ob die so zugefroren wären. Da, ne? Ich finde, das sieht voll geil aus. Und die sind echt genau nur hier. Sieht aus wie eine... Wie ein Hybrid aus einer Birke und einem Nadelbaum. Oder? Als ob ein Nadelbaum weißes Holz hat. Das habe ich noch nie gesehen. Also ich wüsste, nicht, ob es das gibt. Es gibt wohl Nadelbäume mit, die so weißliche Nadeln haben. Das gibt es. Aber das hier nicht, oder? Voll schick. Finde ich. Gut, dass wir das damals eingetragen hatten. War noch so klein nur, ne? Und trotzdem eine Lichtung. Voll sweet. So, was haben wir hier denn noch? Eine verschüttete Gruft. Dann gehe ich mal nach da. Und ich weiß gar nicht mehr, was da war. Da ist bestimmt einfach nur ein Stein in einer Gruft gespawnt oder so, ne? Glaube ich. War das nicht so? Oder war das die Gruft, wo eine andere Gruft so reingespawnt war? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Ich habe auf jeden Fall eine andere. Ja, komm. Mach dich nicht lächerlich mit deinem Kurzkupferschwert. Kupferkurzschwert. Oder sollte das Bronze sein? Keine Ahnung. Bronze ist ja eigentlich ein bisschen gelblicher, ne? Gut, wie auch immer. Muss ich... Ah, wegen dem Ding hier. Mhm. Naja, gut. Gehen wir mal hier lang. Und hier müsste die Gruft irgendwo sein. Was ist sie denn? Hä? Ah, hier! Ja, das ist auf jeden Fall ein Weltwunder wert. Stimmt, sogar Kupfer vorkommen. Kann man das eigentlich, wenn ich hier hingehe und X drücke und dann E, geht das? Ginge das? Ja! Kann ich mich im Sitzen sogar reingehen? Ist ja gut zu wissen. Ja gut, aber hier ist ja boring. Tschüss. Bin ich jetzt im Eisen? Im Kupfer? Bin ich tatsächlich? Oh oh. Sehr gut zu wissen. Sag mal. So. Alles klar. Ja, haben wir das auch nochmal gesehen. Wasserfundament. Geysirfarm. Das war ja Ewigkeiten her. Das war einer der ersten Sachen, die wir gebaut haben. Noch vor unserer Base, oder? Das ist Folge 2. Einem geschenkten Surtling schaut man nicht ins Maul. Heißt die. Das weiß ich noch ganz genau. Da haben wir das Ding gebaut. Ich weiß nicht, ob wir das in der Folge 2 auch direkt fertig gebaut hatten. Oder ob wir da mehrere Folgen für brauchten. Ich weiß auf jeden Fall, dass das damals unsere Kohlefarm war. Bis wir andere Methoden gefunden haben, die deutlich effizienter sind. Vor allem, weil man... Später ja, wenn man Grauzwerge-Spawner hat, gar keine Holzprobleme mehr hat, haben wir dann ja einfach ganz viele Kohlemeiler gebaut und so großindustriell einen riesigen Haufen von Holz in Kohle umgewandelt. Jetzt gibt es ja Ashlands, da ist es ja deutlich einfacher, noch einfacher geworden, Kohle herzustellen. Da braucht man nicht mal mehr diese Kohlemeiler, aber früher war das ja ein bisschen was anderes. Weil freue ich mich gerade, dass es aufgehört hat zu regnen und wir gehen in den Sumpf. Naja, gut, es liegt auf dem Weg. Was soll's? Also hier lang und wir sind doch gleich da, ne? Da sollte man sich aus der Entfernung schon sehen. Stimmt, und haben wir da nicht sogar ein Portal dran? Oder habe ich das abgerissen? Ich glaube, das hatte ich abgerissen. Von den ganzen Farmen, ne? Ich meine ja. So. Das hier war Folge 1, das weiß ich auch noch. Da habe ich gesagt, das habe ich ja noch nie gesehen. Hier war mal so ein Haus, so ein Fundament. Voll cool, das weiß ich noch genau. So, und genau, hier war das Portal drauf. Das muss ja entfernt sein von dem Spawner, sonst spawnt da nichts. Und da sieht man schon, sind gerade welche frisch nachgespawnt. Komm, den Loot nehmen wir mit. So. Und hier hinten war doch irgendwo ein Baum. Da, ne? War das der? Und damit habe ich mich dann immer reingeglitscht. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ich glaube, der hier.
Und da habe ich dann hier ein Portal hingebaut. Und wenn man dann durch das Portal geht, dann ist man im Baum. Und da haben wir uns dann einfach hingesetzt. Das lief die ganze Zeit weiter. Und wir waren aber geschützt vor Geistern oder anderen Feinden. Und das haben wir ein paar Mal gemacht, das weiß ich auch noch. Habe ich das einfach laufen lassen, über Nacht. Und gehofft, dass wir nicht sterben. Und es hat überhaupt nichts gebracht, weil dann irgendwann kam ein Troll und hat auch hier einfach durchgehauen und uns dann auch durch den Baumstamm getroffen. Also, ja, habe ich mich auch noch gefragt, wie der Troll hierher kam. Aber der ist bestimmt irgendwie von hier, vom Düsterwald. Hat er sich dann über eine lange Zeit hinweg hierher verirrt. Aber naja, was soll's. War auf jeden Fall ganz geil. diese Experimente, die wir gemacht haben. Und das hat ja eigentlich auch alles sehr gut funktioniert, ne? Hier, dein Schamane wurde gerade umgebracht. Könnt ihr mal gegeneinander kämpfen. Tschüss. So. Was habe ich denn da durchgestrichen? D2? Zwei Disteln durchgestrichen? Das kann doch gar nicht sein. So. Und hier lang. Sind wir wieder auf dem Wanderweg, ne? Allerdings auf dem Wanderweg, der jetzt nach da führt. Und wir müssen ja nach hier. Oh, das mit dem Wanderweg war. Das hat auch so lange gebraucht, ey. So, ein Crow. Na, warte. Tschüss. Sag mal, musst mir doch nicht so deinen Arsch zeigen. Dreist. So, her damit. Ein Fuhling? Schon wieder ein Fuhling hier. Warum? Weil es Nacht ist? Wahrscheinlich, ne? Hm. Na gut. Hä? Kriege ich das nicht mehr mit, oder was? Schon Platz im Inventar, dann schmeiß ich mal ein Auge weg. Keine Ahnung, ich hätte den ganzen anderen Kram auch wegwerfen können. Und eigentlich hätte ich auch das Schwarzmetall liegen lassen können. Aber was soll's. Ah, oh, da. Home sweet home. Home sweet home. Sieht schon geil aus, ne? Wobei es ein bisschen mehr leuchten könnte in der Nacht. Ah, okay, von der Seite tut's das auch. Hm. Trotzdem beeindruckend. Kann man nichts sagen. So, und dann würde ich sagen, ich gehe mal hindurch. Hervorragend. Das schmeißen wir alles ins Lootloch. Da habe ich jetzt keinen Bock, das alles einzusortieren. So, weg damit. Und dann gehen wir pennen, wa? Ich meine, ist ja schon ganz schön spät. Ganz schön spät ist es, glaube ich, schon wieder morgens. So spät es ist. Schmatzi! Was machst denn du da hinten in der Ecke? Hast dich schon wieder festgeglitscht? Wohl nicht. Keine Ahnung. Was auch immer du da gefunden hast, solange es kein Holz ist, kannst du es haben. Obwohl, bitte auch nicht die Rüstung aufessen. Die sind ja auch aus organischem Material. Hm. Gut, wie auch immer, ich würde sagen, gute Nacht. So, guten Morgen. Und da würde ich sagen, ab nach unten. Und dann gehen wir direkt ins nächste Portal rein, wa? Ich habe auch überlegt, hier unser Standardprozedere wieder zu machen oder ein bisschen Sachen für Essen zu sammeln oder so, aber eigentlich sind wir mit allem versorgt, ne? Bin ich ehrlich. Gut, deswegen spare ich mir das mal heute, ne? Also, dass wir bei Dingens vorbeigucken. Ah, eventuell können wir bei den Aschelanden nochmal eine Gaia-Tour machen, aber mal gucken. Ich würde einfach mal direkt zum nächsten gehen und zwar Sumpf. Ja. Düsterwald natürlich, aber wie ihr ja wisst, ist Düsterwald ja hier unsere Base. Deswegen habe ich hier kein Düsterwald-Portal, ne? Weil wozu denn? Bringt ja gar nichts. Aber Sumpfportal. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das hinführt. Mal gucken.